So, meine Lieben, und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer wunderbar herrlichen Reise mit dem TSV 1860 München. Herzlich willkommen zurück im Karrieremodus, und ihr seht es natürlich schon im Hintergrund, und die ganz aufmerksamen und treuen Zuschauer, die wissen es, heute, da steht eine sehr interessante Partie an. Das absolute Topspiel in der dritten Liga, Saarbrücken auf Rang 1 mit 53 Punkte gegen den Verfolger schlechthin, nämlich gegen uns, gegen moi, oder was heißt denn auf Französisch uns, ich weiß es nicht, moi ist gegen mich, ne, oder so. Mit 50 Punkten sieht aktuell ganz gut aus, und aufgrund des besseren Torverhältnisses haben wir ja sogar die Chance mit einem Sieg, egal ob 1-0, 2-1, 3-2, der niedrigste Sieg, der möglich ist, wie ein 1-0, das reicht, denn dann werden wir aufgrund der besseren Tordifferenz vor Saarbrücken und somit Tabellenführer. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Das werden wir gleich angehen und uns zu Gemüte führen. Ich hoffe natürlich mit einer guten Leistung von mir. Dementsprechend, wenn es euch heute wieder gefällt, Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da lassen, nichts verpassen. Ich habe gesehen, einige von euch sind laut Statistik noch kein Abonnent. Deswegen, wenn ihr weiterhin an der Serie teilhaben wollt, supportet gerne und lasst ein Abo da. Und checkt natürlich immer gerne die Links in der Videobeschreibung. Bei mir ist gerade übrigens der 1.12., deswegen erstmal schon mal nachträglich noch einen schönen ersten Advent. Worauf ich gerade hinaus wollte, es ist gerade 19.20 Uhr am Sonntag, sprich aus eurer Sicht gestern, gerade das Spiel Liverpool gegen Manchester City mit dem 2-0-Sieg für Liverpool. Pep Guardiola, der 6 gezeigt hat, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ich kann bei 60 bisher nur so machen. Aber da kommen hoffentlich irgendwann mal Titel dazu. Das aber nur am Rande. Wir haben noch 6 Tage Zeit, das heißt, wir gehen erstmal ein wenig voran, haben nochmal soweit Scouting-Berichte aktualisiert, unter anderem Naderi. Achso, ich habe gerade Mamouche gelesen, aber da steht Mahmoud. Das heißt, da können wir gerne nochmal gleich reinschauen. Da sind wir dann tatsächlich auch schon soweit erstmal bei den Kommentaren, die ihr mir geschrieben habt, aber kurz mal der Blick rein. Naderi, ja, ist immer noch nicht viel weiter. 50% Fortschritt schon mal. Dauert also dementsprechend noch ein klein wenig, bevor wir da alle Infos haben, aber das passt. Dann haben wir da eine ganz gute Mischung, meiner Meinung nach. Interessante Spieler für potenziell den Sommer. Das ist auch ein Kommentar, den Spider-Maus geschrieben hat. Liebe Grüße gehen raus. Frag gern unter der Saison schon mal bei Di Benedetto und Panevik an, wenn wir Panevik auch holen wollen. Der Mann ist da oben vom VfL Bochum. Hier. Du kannst auch während der Rückrunde die Verhandlungen führen und die Spieler verpflichten. Sie stoßen dann zur neuen Saison hinzu. Das heißt, das werden wir gerne mal machen. Da werden wir gerne mal gucken. Dürfte natürlich wahrscheinlich jetzt, könnte sogar jetzt schon theoretisch gehen. Werde ich jetzt aber heute erstmal nicht machen. Der Verkaufspreis liegt bei 1,35 Millionen. Vielleicht hast du auch mit einem Angebot von ca. 1 Million eine Chance. Ist ja noch ein bisschen hin bis zur Sommerpause. Wir starten jetzt erstmal so richtig rein. Dementsprechend klicken wir erstmal auf Weiter und werden dann also in dieses Topspiel reingehen. Der Montag, die neue Kalenderwoche, beginnt also mit einem absoluten Topspiel. Und ich bin ziemlich hyped und hoffe, dass wir das für uns entscheiden können. Scout-Berichte, das können wir erst nochmal wegmachen. Das brauchen wir nicht. Analyse der gegnerischen Mannschaft, damit können wir gerne starten. Vorne mit Patrick Schmidt, Rabihic, Neudecker, Vasiliades, Stehle, Sonntheimer, Risuto, Zeitz, Uafero, Schumacher und Menzel. Neudecker, das dürfte Richard Neudecker sein, ne? Also dementsprechend auch ein Ex-Löwe. Töke, Sonnenberg, Brünker, Fahner, Multau, Paderok und Günther Schmidt auf der Bank. 65, 66, 66, letzte 5 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden. Dementsprechend auch auf Platz 1, ja. Das ist natürlich die Mannschaft, gegen die es ankommen wird jetzt gleich. Ich würde auch fast sagen, was machen wir denn da? Irgendwas in der Offensive? Angeschnittener Schuss, Powerschuss, Konterszenarius, zweimal Grätsche, Powerschuss. Ja, komm, machen wir einfach mal das. Gibt ja einfach nochmal so einen kleinen Boost. Und in Richtung Pressekonferenz wollen wir uns auch begeben. Provisorisch aufgebaut, alles noch hier. Im letzten Spiel hatte Jakobsen 13 erfolgreiche Pässe und eine Genauigkeit von 100%, hätte er es noch besser machen können. Ja gut, wir rechnen das jetzt mal nicht vor, sondern sagen einfach, wir sind super zufrieden und alles gut. Neudecker, eine schwere Aufgabe. Erwarten Sie, dass ich Verlatt durchsetzen kann? Ich ermutige einmal den wunderbaren Verlatt, das ist klar. Und dann geht es noch auf Bär. Potenziell Probleme eventuell auf den Flügeln. Auch da werden wir den Herrn Bären ermutigen. Ja, sozusagen bärmutigen. Okay, Entschuldigung.
Den nehme ich zurück. Der war nicht sonderlich gut. Pressekonferenz ist damit also einmal Geschichte, einmal durch. Das heißt, wir können in jeden Moment rein, würde ich sagen, in der Partie. Die Scout-Berichte, wie gesagt, interessieren mich jetzt nicht wirklich gerade. Deswegen, ja, lassen wir erstmal außen vor. Stattdessen der Blick rein. Regen ist angesagt an der Grünwalde, also das Topspiel im heimischen Wohnzimmer. An der Aufstellung will ich, glaube ich, einmal mehr nicht großartig was ändern, außer... Es hat tatsächlich noch nicht mal jemand in die Kommentare geschrieben. Mich hat's gewundert. Beim Schneiden, wenn man das Schneiden nennen kann, des Videos habe ich es mir gedacht. Das müssen wir aber tatsächlich in der Übersicht machen. Denn, Freunde, wir haben doch jemanden gekauft. Wir haben doch jemanden gekauft, wie der Berliner sagt. Nämlich den wunderbaren Cutter. Aber den haben wir noch nicht mal auf die Bank gepackt. Das heißt, Cutter kommt auf jeden Fall rein. Die Frage ist tatsächlich nur, für wen. Und ich würde sagen, es ist entweder ein Schubert... Oder es ist ein Philipp, der rausgeht. Und dadurch, dass ich die beiden jedes Mal verwechsel, muss ich das gleich nochmal schauen. Also Rheintaler könnte tatsächlich auch nochmal raus, ne? Vielleicht nehmen wir da auch nochmal einen Jungen mit. Also gehen wir es nochmal durch. Wir haben Quadvo für Linksverteidiger. Ja, wobei, da machen wir es anders. Da machen wir es ruhig so. Also, Quadvo Linksverteidiger Backup, Rheintaler IV Backup. Jetzt einfach mal so reingesprochen. RV reicht, das ist in Ordnung. Dann haben wir als Sechser einmal Klos. Dann haben wir als Sechser, das schauen wir jetzt gleich nochmal, einmal Cutter. Dann haben wir Kozuki, dann haben wir Dennis, dann haben wir Philipp. So, jetzt ist nur die Frage, wer war jetzt nochmal den ich reinnehmen will? War es jetzt Philipp oder war es Schubert? Ich glaube, es war Philipp, ne? Genau, Schubert schon 30. Dann ist es Philipp, den wir da mit reinnehmen. Dann ist das sozusagen vorerst mal die neue Startelf inklusive Bank. Also, Cutter, ich weiß noch nicht so ganz... Aber ich glaube nicht, dass wir den da irgendwie vorbeibringen sollten, oder? Also da möchte ich schon Jakobsen und Weber aktuell spielen. Was wir nochmal tun sollten, wären aber tatsächlich die Entwicklungspläne. Da sollten wir auch nochmal in den Cutter kurz reinschauen. In die Katakomben sozusagen. Ich lasse es wirklich. Und machen da gerne nochmal absichernder Mittelfeldprofi. Dann ist er da auch soweit nochmal eingestellt. Sehr gut. So, jetzt aber nicht lang schnacken. Kopf in Nacken. Wir gehen rein. Es ist das absolute Topspiel. Ich hab Bock. Ich bin hyped. Ich will es sehen. Wir machen wie immer die Cam einmal weg. Es wird ein bisschen lauter im Stadion an der Grünwalder. Es ist kalt. Es ist Anfang Mitte Februar. Und wir wollen heute Tabellenplatz Nummer 1 erobern. Ein Sieg reicht. Das klingt, als wäre es nichts Großartiges. Es ist... Saarbrücken, die eine bombastische Saison bislang spielen. Also das wird alles andere als leicht. Aber eventuell kriegen wir es hin. Und eventuell grüßen wir dann von ganz oben, vom Platz an der Sonne. Wir gehen's an. Direkt der Skip. Rein in die Partie. Was macht Saarbrücken? Was machen wir? Ich bin gespannt. Anfangsminuten laufen. Ballbesitz über Nunez. Da ist Bär auf Guttau. Wollte gerade sagen, also erstes Abwarten. Saarbrücken steht da recht eng. Allerdings könnte sich jetzt die Chance ergeben. Wolfram verliert ihn erstmal. Solberg schiebt an. Da ist Steele. Immer noch Steele. Immer noch Steele. Und Hiller hat ihn. Fünfte Minute. Wir kriegen den Mann irgendwie nicht zu packen. Und damit also eine Top-Möglichkeit plus der darauffolgende Eckball. Neudecker, Ex-Löwe, wie gesagt, bringt ihn rein. Kopfballduell gewonnen. Kontermöglichkeit über Matschante. Aber auch da kommen wir nicht an. Neudecker, gut von Verlat, nächste Ecke. Saarbrücken legt hier sehr gut los. In den ersten 7 Minuten ein Abschluss, 2 Ecken. Die treten hier auf wie ein Tabellenführer. Nächste Flanke, die reinkommt. Kopfballduell gewonnen, nächste Ecke hinterher. Freunde der Sonne. Also das ist ja Powerplay vom Allerfeinsten. Ich komme mir überhaupt gar nicht klar bisher. So, diesmal kurz gespielt. Rabihic, komme nicht in den Zweikampf. Immer noch Rabihic, abgelegt, wieder Neudecker. Ball nach hinten. Sontheimer. Zeit. Hiller, nächste Ecke. Also das habe ich noch nicht erlebt. 10 Minuten durch. Vierte Ecke. Saarbrücken spielt uns komplett an die Wand. Und wieder ist es Richard Neudecker, der den Ball in die Mitte bringt. Nunez gewinnt das Kopfballduell. Wir kommen einfach nicht raus. Risotto. Geblockt. Risotto. Guttauser. Und dann legt er sich den viel zu weit vor. Ball im Aus, aber zumindest mal statt eines Eckballs nur... Ein Einwurf, Neudecker, Solberg, schön dazwischen, Bär, jetzt vielleicht mal der Konter im eigenen Stadion, Guttau, Ball kommt an auf Matschante, Matschante mit Platz, immer noch Matschante und auch der technisch
unsauber. Was ein Topspiel hier gegen Saarbrücken. Das nimmt hier richtig Fahrt auf. Rabihic über links. Kommen wir nicht in den Zweikampf. Rabihic mit der Verlagerung. Bär riskiert alles. Kriegt den Ball leider nicht, kann sich aber wieder stellen. Risotto in die Mitte gespielt. Der Ball ist bei Vasiliadis durchgesteckt. Zweikampf nicht gewonnen, aber Hiller ist ja da. Nächster Abschluss. Und dann ist Danov dazwischen. Ja, Freunde, Freunde, Freunde. Wir werden aber mal richtig hergespielt. Aktueller Stand der Dinge hier im Grünwalder. Keinerlei Auftrag. Vielleicht aber jetzt. Wolfram mit dem schönen Ball auf Nunez. Zieht in die Mitte. Immer noch Nunez. Nunez. Kriegt er den auf Wolfram gespielt. Er versucht es, aber es gelingt noch nicht. Und damit 25 Minuten durch. Angriff wieder von Saarbrücken. Foulspiel. Bär. Natürlich kein Karton. Fehlt jetzt erstmal da hinten. Das heißt, unser Schiffer muss rausrücken. Macht das auch gut. Fehlt in der Mitte, aber setzt sich durch. Nächste Kontermöglichkeit für die Heimmannschaft. Aber zu mehr reicht es aktuell nicht. So ehrlich müssen wir sein. Saarbrücken macht das wahnsinnig gut. Rabihic. Schumacher. Bisschen Platz. Immer noch Schumacher. Legt ihn sich einfach mal vor. Spielt dann auf Steele. Verlattert ihn und im Verbund geklärt. So. Jetzt bringen wir mal hier ein bisschen Ruhe in die Partie. Schiffal, Danhoff, Jakobsen, Weber. Aber die machen das gut. Wir haben relativ wenig Anspielstationen. Jetzt ist mal eventuell so ein bisschen was da und dann ist er schon wieder weg. Also, das ist eine Mammutaufgabe. Oder wie ich sagen würde, eine Mammutausgabe. Was auch immer das gerade war in meinem Mund. Steele legt ihn sich wieder vor. Immer noch Steele. Steele! Und dann ist Hiller da. Ich habe ihn kurz nach oben gemoved aus Reflex, aus Ultimate Team. Sollte man wahrscheinlich hier in Karrieremodus nicht machen. Zumindest nicht in der Situation. Nächster Abschluss. 10 Minuten noch in Durchgang 1. Und es gilt gefühlt nur, sich irgendwie in die Pause zu retten. Wir kriegen keinerlei Angriffe hin. Hatten wir jetzt schon einen Abschluss? Ich glaube nicht. Weber. Der war gut. Nun, jetzt legt den sich wieder zu weit vor. Und dann kommt wieder Saarbrücken und Saarbrücken und Saarbrücken. Solberg abgelegt, Neudecker ins Leere gelaufen, Abschluss, Schiffall dazwischen. Kontermöglichkeit, Gutau, der ist jetzt mal stark. Nunez, ganz unten wäre Marchante. Marchante im 1 gegen 1 Duell. Marchante kommt da durch. Immer noch Marchante. Aber das ist dann doch zu langsam und so behäbig. Das reicht nicht, um hier gefährlich zu werden. Schumacher, Jakobsen macht es stark. Der Ball kommt sogar durch. Wolfram legt ihn nochmal rüber auf Nunez. Nunez, oh, auch das Dribbling gelingt nicht. Also Saarbrücken, das muss man jetzt einfach mal festhalten. Wirklich in allen Belangen überlegen. Außer im Ergebnis. Und das ist ja im Fußball das, worauf es am Ende ankommt. Da steht es noch 0-0. Da ist somit also weiterhin definitiv alles möglich. Aber mein Lieber, so wurden wir bisher noch kein einziges Mal hergespielt. Das muss man wirklich so sagen. Wir werden jetzt mal ein bisschen umstellen. Ich schau mal, ob ich das, aber das muss ich wieder hier hinten machen, ne? Und zwar möchte ich gar nicht so sehr direkt was in der Aufstellung machen, sondern unsere beiden Außenverteidiger ein bisschen weiter nach vorne schieben und eventuell einen, ich glaube, ich nehme einen Weber. Schau mal, ob ich das so hinkriege, wie ich das vorhab. Als Innenverteidiger Profi spielen. So ist es. Weber, der sich fallen lässt und auf den Flügeln ein bisschen mehr Platz. Ist jetzt gerade die Frage, haben die das so gecheckt? Wurde das jetzt übernommen? Es wurde übernommen. Das also so mal meine Idee jetzt. Das heißt, im Aufbau eine Art Dreierkette, wenn wir den Ball haben, mit dann eher offenstehenderen Flügelspielern und somit die Möglichkeit für uns, den Ball eher nach außen zu bringen. Ob das gelingt, ist die Frage. Gutau am ersten vorbei. Gutau, schöner Ball. Nunez, der Ball auf Marchante. Erste Chance und dann ist es direkt Menzel, der klärt. 49. Minute, der perfekte Start in diesen zweiten Durchgang. Nochmal per Ecke rausgeholt. Vielleicht können wir jetzt so loslegen wie einst Saarbrücken. Gutau mit der Flanke. Danhoff kommt nicht ran. Ball bei Nunez. Kein Abseits von Gutau. Gutau mit der Flanke. Nochmal Gutau, der die Chance kriegt. Kriegt er den nochmal rein. Gutau, der Ball ist gut. Wolfram ist da. Wolfram gewinnt nicht das Kopfballduell. Was ist das für ein Topspiel hier? Nächste Möglichkeit.
Verlatt. Guter Ball. Marchante durchgesteckt. Wolfram in der Mitte ist niemand. Flanke bringt er mal. Guttau mit dem Kopf. Ball kommt nicht an. Saarbrücken kriegt ihn aber Gott sei Dank nicht weg. Aber da oben ist es Rabihic, der einen Ticken schneller denkt. Möglichkeit zu kontern für Saarbrücken. Gut gemacht. Weber mit Platz. Weber auf Marchante. Marchante läuft. Marchante mit der Flanke. Wolfram, auch das Kopfballduell kriegen wir da leider nicht gewonnen. Aber wir haben ihn wieder. Also das ist jetzt so ein bisschen Powerplay von uns. Und dann kriegt der Wolfram den nicht direkt rübergespielt. Ich kann es nicht mehr. 60 Minuten auf der Uhr. Hier bei 60. Aber weiter 0:0 der Spielstand. Wir gehen rein in die Pause. Umstellung hat an sich schon mal gefruchtet. Wobei ich nicht so sehr weiß, ob das jetzt zwingend meine Umstellung war oder ob dann auch einfach hier ein bisschen aus Sicht der... Wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich bringe mal den Cutter jetzt rein einfach. Weber soll sich weiterhin zurückfallen lassen, das ist in Ordnung. Oder ob da einfach aus Sicht von Saarbrücken, die einfach ein bisschen nachgelassen haben im zweiten Durchgang, kamen noch gar nicht so in diese absoluten Angriffe mit diesem tollen Pressing danach, dass wir da gar nicht mehr erst aus dieser Welle von Angriffen praktisch rauskommen. Das ist jetzt eine erste gute Annäherung in Durchgang 2. Ich krieg den Spieler abgewählt. Oh, Riesenchance. Gut aufgepasst. Wir haben es unter Kontrolle. Weber nimmt Bär mit auf der linken Seite. Es ist weiterhin ein einziger Treffer, der fehlt, um auf Platz 1 zu springen. Schöner Ball auf Marchante. Marchante mit der Flanke. Die war so überhaupt nicht gewollt. Aufpassen. Ball in die Mitte gespielt. Sonntheimer. Neudecker. Ball auf Solberg, Risotto, kommen wir nicht an, Ball ist noch im Spiel, Solberg, zwei Leute laufen in die Mitte, Weber passt auf, der Youngster macht's gut, aber der Ball bisschen zu ungenau. Nächster Angriff, 73. Also das ist hier 0:0, aber das Spiel hat sowas von in sich, das ist ja nicht auszuhalten. Kontermöglichkeit Jakobsen, da ist jetzt ganz viel Platz auf der rechten Seite für Marchante. Wechsel also noch nicht vollzogen. Der Ball schön gespielt auf Guttau. Guttau kriegt er den wieder nach oben. Guttau kriegt ihn nicht durchgesteckt. Und wir haben die 77. Minute. Und es ist weiterhin, ja, erstens noch kein Tor passiert. Und zweitens finden die Wechsel nicht statt, weil der Ball nicht ins Aus geht. Schauen wir mal, kriegen wir dann Foul raus. Nee, nicht mal das gelingt. Nicht mal das gelingt. Schumacher über die linke Seite. So ein Kusuki nochmal mit ein bisschen mehr Frische täte gut. Stehle, Ball abgelegt. Vasiliadis, Posten, kein Abseits. Die beste Möglichkeit in Durchgang 2 für Saarbrücken. Und wir kriegen wieder einen Angriff. Jakobsen auf Danhoff. Danhoff spielt ihn auf Marchante, der aber leider nicht in den Flügel entlang läuft, sondern so ein bisschen in die Mitte zieht. Aber ja, das ist auch seine taktische Art. 86. Ball durchgesteckt. Also eventuell geht es hier wirklich komplett ohne Wechsel durch. Ein eh schon verrücktes Spiel wird damit noch verrückter. Im Rückblick zumindest. Vasiliadis, gut gemacht. Danhoff, auch wieder zu schnell gespielt von mir. Da kommt ein wenig Nervosität rein. Und die Gier auf Platz 1 zu springen. Auch ein bisschen aber die Unvernunft. Weil ein 0:0 wäre auch okay. Die Welt würde nicht untergehen. Wir würden weiter in den gleichen Rückstand haben. Sollten wir allerdings verlieren, wären dieser Brücker 6 Punkte weg. Stehle! Stehle macht ihn nicht! Stehle macht ihn nicht! Und es war die letzte Aktion in einem Spiel, das absolut denkwürdig war. Jetzt sieht er mich hier auch mal in der Cam. Einmal ganz tief durchatmen. Was war das denn bitte für ein 0:0? 90 Minuten. Wir können mal ganz kurz reinschauen. 11:1 Schüsse. Bei einer Passgenauigkeit von 94% und einer Ballbesitzquote von 57%. Saarbrücken mit einem absolut bombastischen Spiel. Und wir können sowas von froh sein, dass wir hier zu Hause einen Punkt mitgenommen haben. Wenn die so weitermachen, dann wird Saarbrücken aber mal sowas von nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen. Und wir könnten uns über Platz 2 freuen. Aber mal schauen, ob die durchziehen. So, Weber können wir weiterhin ein wenig motivieren. Das ist in Ordnung. Verlatt können wir auch nochmal motivieren. Müssen wir, glaube ich, nicht trösten. Und dann haben wir nochmal Nunez. Bremsen, feiern, herunterspielen. Spielen wir mal herunter.
das ich Ganze. Danke. So, vielen Dank. Keine weiteren Fragen, das ist in Ordnung. Und wir atmen einmal an diesem Montag, den 2.12., ganz, ganz tief durch. Was eine verrückte Partie heute hier gegen Saarbrücken. Ich gucke gerade so ein bisschen rein, weil ich würde fast sagen, die Partie gegen Aachen zu Hause, natürlich eine sehr geile Partie. Ich glaube aber, wir haben das Hinspiel schon gegen die gemacht. Unter anderem ja gegen Gaudino mit dieser sehr interessanten Ausstellung. Das heißt, gegen den Tabellen 12. oder jetzt mittlerweile 13. wird es eine Simulation erstmal geben. Mit, machen wir mal ein bisschen was passen. Also Kartoffeln, Freunde. Normale Kartoffeln auf die 1. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Schubert nochmal mit der Nachricht. Und ansonsten haben wir nichts, außer dieses Jugendturnier. Aber da habt ihr gemeint, das lassen wir. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form, fühle mich wohl. Ich hoffe, dass ich gegen Aachen nicht auf der Bank sitze. Es dreht sich nicht alles um dich, auch wenn er damit ein bisschen sauer ist. Aber das muss er abkönnen. Das muss er abkönnen. So, Jugendturnier, wie gesagt, ist wurscht. Scout-Berichte. Ah ja, da sehe ich es ja auch jetzt mit dem Haken. Jetzt ist er voll. Ich bin so blöd, ne? Da dauert es irgendwie 22, 23 Folgen. Jetzt ist da ein grüner Haken. Das heißt, jetzt ist Nateri anschaubar, sozusagen. Können wir gerne schnell nochmal über der Wunschliste machen. Dann gucken wir uns den mal an. Auf den war ich jetzt besonders heiß, beziehungsweise einfach gespannt. Das ist er. 21 Jahre, 1,93. 61 Tempo, 65 Schuss, 53 Passen, 60 Dribbling, 23 Verteidigung, 58 Physis. Stoßsturm-Profi auf Plus. Joa, müsste man mal gucken. Der hat halt gegen uns echt stark gespielt. Ist jetzt aber nicht, dass man sagt, rein von den Attributen so crazy stark, dass das wirklich eine Verpflichtung ist, die man absolut tätigen muss. Aber könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr von dem guten Nateri haltet. Ich weiß leider auswendig den Namen nicht mehr, aber der Mann, der ihn vorgeschlagen hat, der Rostock-Fan, der will ihn natürlich mit Sicherheit haben. War das sogar Tobi? Ich weiß es gar nicht, ob es Tobi war. Tobi hat ja auch den Kommentar unter der letzten Folge geschrieben. Wenn ja, Grüße raus an Tobi, ansonsten an diese unbekannte Stelle. So, Mannschaft würde ich sagen, können wir eigentlich nochmal gleich lassen. Was mich tatsächlich nochmal kurz interessiert, ob die Taktik, die ich jetzt hier umgestellt habe, auch gespeichert wurde. Ah ja, ah, doch so. Ah doch so dann. Aber die haben wir noch auf Außenverteidiger. Also das ist wieder beim Alten, das ist auch eher das, was ich haben will. Die Umstellung war jetzt nur auf Saarbrücken gemünzt sozusagen in der zweiten Halbzeit, die dann auch besser funktioniert hat. Wir machen eine Schnellsimulation, gucken mal, was das gegen Aachen wird. 3-1-Sieg, Marchante trifft, Weber, das dürfte sein erstes Tor sein und auch Wolfram mit dem Tor, Jepanik trifft für Aachen, aber alles in allem langsam ein verdienter Heimsieg mit 64% Ballbesitz, 7 Schüssen, 6 aufs Tor, kann man mal mitnehmen, ist zufriedenstellend, Saarbrücken scheinbar noch nicht gespielt, nochmal eine Nachricht von Schubert, aber ich würde nochmal 1, 2, 3 Tage vorangehen, um nochmal kurz in die Tabelle blicken zu können. Saarbrücken hat verloren. Also Freunde, hat Saarbrücken doch schon gespielt und ich habe es nicht gecheckt. Ah, die haben schon vorher gespielt. Wiederum gegen Rostock. Jetzt liebe ich die Rostocker doch wieder. Grüße gehen raus. Also guckt euch das an. Wir beenden diese Folge doch auf Platz 1. Ein Hin und ein Her. Wahnsinn. 54 Punkte. Saarbrücken verliert erst die dritte Partie. Damit haben wir die komplett gleiche Bilanz wie der Tabellenzweite. Dresdner mit 50 Punkten, Bielefeld 47. Also jetzt haben wir aktueller Stand der Dinge 4 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz und 7 Punkte auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz in dem Sinn. Das sieht sehr, sehr gut aus. Aber es ist noch ein weiter Weg, meine Damen und Herren. Nächstes Spiel dann gegen Ferl. Das werden wir, denke ich, simulieren. Mal gucken, was da noch kommt. Das schauen wir uns alles aber erst wieder in der nächsten Folge an, denn diese Folge endet für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Checkt gerne die Links in der Videobeschreibung. Passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part, wenn es hoffentlich erfolgreich weitergeht. Macht's gut, bis dahin. Servus.